Hallo ihr Lieben, mein Name ist Hexe Sandra. Danke, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dem nachfolgenden Video. Blut in Ritualen, ein ganz interessantes Thema. Natürlich auch wieder ein ganz spezielles Thema. Es kam schon öfter mal in Livestreams, oder unter Videos oder von anderen, also in Gruppenchats oder Gruppen auf Facebook, immer so die Thematik auf mit Blut, ob ich auch schon mal mit Blut gearbeitet hatte oder man muss ja nur mit Blut arbeiten, beziehungsweise soll nur mit Blut arbeiten in Ritualen. Ich habe noch nie mit Blut in Ritualen gearbeitet und wo das herkommt, ist natürlich theoretisch klar aus der Geschichtsschreibung, Azteken, Maya, Menschenopfer, Blut. Ja? Natürlich kommt bei einem Menschenopfer unweigerlich Blut hinaus. Darum geht es auch im Voodoo, Opferung von Hühnern, Blut. Blut ist also das zentrale Thema. Klar, Blut ist schon durchaus was Mächtiges. Blut ist die Lebensessenz. Das Blut transportiert den Sauerstoff, Kohlenstoff, Dioxid, Proteine, alles, was der Körper benötigt, wird durch das Blut transportiert. Ja, das Blut, die Blutbahnen sind praktisch die Autobahnen. Und da wird dann alles hintransportiert, wo es hin muss. Es war einmal das Leben, empfehle ich da jedem. Das ist eine animierte Zeichentrickserie. Da kann man das dann ganz gut sehen. Alles geht übers Blut in den Körper letztendlich. Ja, Blut, um einen Zauber zu verstärken. Ich habe jetzt bereits zu dem Zeitpunkt schon mit Blut gearbeitet, habe mir mit einer Nadel in den Finger gepiekt, bisschen was auf dem Tempo gemacht und das habe ich bei einer Hexenflasche angewandt. Da habe ich ein Video drüber gemacht. Also sehr wenig Blut, das reicht ja auch schon, ich muss ja keine 5 Liter spenden. Das war auch bis jetzt das einzige Mal. Dann, klar, wenn wir jetzt wieder an die Azteken und Maya denken, die haben eben Opfer gebracht für die Gottheiten. Ja? Diese Menschenopfer waren für die Gottheiten, damit es wieder eine gute Ernte gibt. Irgendwann hat sich daraus natürlich Tieropfer entwickelt, Menschenopfer war dann nicht mehr so, würde ich von beiden abraten, wenn ich von der heutigen Zeit jetzt ausgehe. Eigenes Blut zu verwenden ist natürlich wieder im Zusammenhang mit, auch in erster Linie mit sich selber. Es ist ja das eigene Blut und eben halt, um den Zauber zu verstärken. Geht natürlich auch mit eigenem Blut, reichen ein paar Tropfen. Man muss ja keine 200 Milliliter da abgeben. Das reicht schon. 2, 3 Tröpfchen vom Finger mit einer Nadel. Die muss natürlich sauber und steril sein, ist klar. Kann man machen, wer will, muss man nicht. Es ist nicht nötig. Es gibt auch Alternativen, die einen Zauber verstärken können, wenn die auch mit einer Person selbst zu tun haben. Das sind auch ein paar Haare, Fingernägel zum Beispiel. Da braucht man nicht nur Blut. Ja, es gibt einige durchaus, die ja schon regelmäßig mit Blut arbeiten. Da haben die Frauen natürlich einen Vorteil und zwar, könnte sein, es wird ein bisschen eklig, die benutzen ihre Monatsblutung. Wäre jetzt auch nicht so meins. ich habe irgendwo gehört oder gelesen,
dass wer jetzt wirklich so richtig heidnisch aufwächst, dass es durchaus Tradition ist, bei den Mädchen die erste Monatsblutung, die sie je haben, aufzuheben, wie ein Zahn zum Beispiel. Also das wird abgefüllt, verschlossen und aufgehoben. Ja, ein bisschen schüttelt es mich dabei. Wäre jetzt auch nicht so meins, da es bei mir eh schon viel zu spät ist. Aber gut, das liegt in der Tradition, das liegt im Glauben, das liegt in der Erziehung, ja, so wie man das gerne dann verbinden möchte. Ja, das ist dann jeder seine Sache. Man kann natürlich auch noch die Alternative nehmen, dass man halt ein Tempo oder ein Wattebüschel oder Wattepad in die Blutung tupft, ja, dass es sich färbt und dann trocknen lässt und dann kann man das in einem Säckchen aufheben. Das ist dann nicht mehr allzu frisch. Ja, wie gesagt, man muss nicht, ja. Von der Bedeutung her ist es natürlich eine starke Essenz, weshalb denke ich mal, gerade auch immer, wenn man jetzt an die Filme denkt, das Negative, ja, Satanismus, irgendwelche teuflische Rituale, immer besonders viel Blut fließt. Ja, einfach weil das sehr, sehr mächtig ist und je mehr Blut, je mehr Macht. Genau, das jetzt aber zum Blut in Ritualen. Man muss es nicht. Ja, wem es nicht gefällt, ist in Ordnung. Gibt Alternativen. Bis dann. Tschüss.